Ein Mann spaziert in ein Polizeirevier, prügelt auf einen Polizisten ein und stiehlt ihm die Waffe. Alles festgehalten mit der Bodycam des Beamten. Diese Aufnahmen stammen nicht etwa aus einem Actionfilm, sie sind Realität. Am 26. September betritt der 29-jährige José Guzmán das Harbor Community Polizeirevier im kalifornischen San Pedro. Es folgt ein aufgeregtes Wortgefecht mit dem diensthabenden Beamten, dann versetzt Guzmán dem Cop einen Schwinger. Es beginnt eine Art Boxkampf, bei dem der Polizist zu Boden stürzt. Beide Männer rangeln auf der Erde, dann zeigt die Bodycam deutlich, dass Angreifer Guzmán sich die Waffe des Officers geschnappt hat. Eine Beretta 9mm. Auch damit prügelt er auf den Polizisten ein, verpasst ihm eine blutige Kopfwunde. Dann steht er auf, richtet die Beretta auf den Cop und flieht. Der Polizist ruft Verstärkung, berichtet von der gestohlenen Dienstwaffe. Over here. You got my gun. You got my gun. Angreifer José Guzmán wurde nach einer anschließenden Verfolgungsjagd festgenommen, die gestohlene Waffe von der Polizei sichergestellt. Der leicht verletzte Beamte wurde ins Krankenhaus gebracht. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.